Ja, liebe Senioren aus Garching, dafür bin ich ja schließlich hier in Garching, ich wünsche Ihnen allen, dass Sie ganz, ganz lange nicht ins Seniorenzentrum Garching einziehen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit auch auf Ihre alten Tage und freue mich, wenn Sie nur zu Gast ins Seniorenzentrum Garching kommen. Wenn Sie uns aber brauchen, werden wir immer für Sie da sein. Bis vor einigen Jahren wusste ich nicht mal, dass es diese Stadt gibt. Dafür freue ich mich heute umso mehr, dass ich in Garching als Leiterin des Seniorenzentrums Garching sein darf. Ich lebe in Landshut und komme jeden Tag nach Garching und freue mich jeden Tag in der Früh in dieses aufstrebende Garching reinzufahren. Ich wünsche mir mehr Verständnis zwischen den Alten und den Jungen. Ich wünsche mir, dass das, was wir in unserem Projekt 100 Stunden gezeigt haben, das letztes Jahr hier aufgeführt wurde, dank dem Vertrauen der Bürgermeisterin mit dem Stadtrat, dass weiterhin dieses Vertrauen zwischen Alt und Jung bleibt und das Verständnis zwischen den Senioren und den Jugendlichen auf der ganzen Linie bewahrt wird.